die Metal Slug-Reihe, eine Side-Scroll-Run-and-Gun-Shooter-Videospielreihe, die gerade außerhalb Deutschlands viele Fans aus der ganzen Welt begeistert. Selbst im 3D-Zeitalter legt der Entwickler dieser Spiele immer noch Wert auf detailreiche Rastergrafiken, die selbst in 2D wie gute Zeichentrickfilme wirken. Und genau darin liegt wahrscheinlich auch das Erfolgsrezept. Der Entwickler SNK, der unter anderem für die King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Showdown oder auch die Metal Slug-Reihe bekannt ist, hat mit diesen Spielen für eine Reihe unvergesslicher Meisterwerke gesorgt, die auch heute noch von vielen Spielern geliebt und auch noch auf sämtlichen Arcade-Automaten in Spielhallen oder Heimkonsolen gespielt wird. Die Story der Serie startet im Jahre 2026. Der finstere General Morden, der mit seiner Rebellenarmee einen gewaltigen Krieg gegen die reguläre Armee der Weltregierung gestartet hat, ist auf dem besten Wege, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Denn er strebt die Weltherrschaft unter einer Militärdiktatur an. Was die Weltregierung dazu veranlasst, einen neuen Panzerprototypen namens Super Vehicle No. 1 Metal Slug zu entwickeln, um diesen im Kampf gegen die Rebellenarmee einzusetzen. Doch als Morden es schafft, immer mehr die Oberhand zu gewinnen und sogar die Metal Slug-Panzer unter seine Gewalt bringt, muss die Weltregierung und der Generalstab zu einem verzweifelten Gegenangriff zurückgreifen, der daraus besteht, sämtliche gestohlene Kriegsmaschinen zu vernichten und somit die Tyrannei General Mordens aufzuhalten. Dazu wird der Spezialtrupp namens Peregrine Falcon unter der Führung von Marco Rossi und Tama Ruving entsandt. Und somit startet der erste Teil der Metal Slug-Reihe. Und BÄM! Super Vehicle No. 1 Metal Slug. Ja, das erste Spiel der Metal Slug-Reihe. Ich werde es Let's Playen. Haben interessanterweise nur ganz wenige Let's Played. Bisher, so im deutschen Bereich auf jeden Fall. Ja, das ist Marco Rossi, den wir hier spielen. Es gibt auch noch Tama Ruving, den man allerdings in diesem Teil nur spielen kann, wenn man der zweite Spieler ist. So. Und wir sind hier irgendwo, keine Ahnung, auf einer Südseeinsel oder so. Auf jeden Fall sind hier massenweise Wracks von Kriegsmaschinen. Und wir sind halt, müssen halt, was, du dumme Sau hier. Ja, das sind Rebellen hier. Unter der Führung von General Morden, der mit einer Militärdiktatur die Weltherrschaft an sich reißen möchte, wie die meisten größten wahnsinnigen Militär-Heinis, die größten wahnsinnig sind. Und hier ist ein Helikopter. Und wir sind die letzte Chance der regulären Armee und müssen uns den Weg zu General Morden bahnen, um ihn aufzuhalten. Dementsprechend, das war gut, schickt man hier, wie gesagt, Marco Rossi und Tama Ruving von den Peregrine Falcon, wie dieser Sondertrupp hier heißt. Ich weiß gar nicht, im deutschen Bereich werden die, glaube ich, irgendwie die Wandervögel oder so genannt. Oder die Wanderfalken werden sie genannt, genau. So, dann haben wir wieder einen Helikopter. Ja, das hier ist ein Metal Slug. Kommt gerade in diesem Teil relativ häufig vor. Hier kann man auch verlieren zwei Energie, aber hier hat man diese Benzinkanister. Wenn man die quasi findet, dann halt das den Panzer wieder. Mein Gott, was hier für viele Wracks rumstehen. Wo sind wir denn? Es könnte auch sein, dass wir hier im, glaube ich sogar beinahe, dass wir hier im Bermuda-Dreieck sind. Weil wegen dem ganzen abgeschmierten Zeug hier. Und hier haben wir auch schon den Endgegner. Ja, wir beschießen das Ding einfach mal mit schön mit Zeug. Ups. Okay, so Munition habe ich also noch, ja. Ja, wie gesagt, das ist so ein umgebautes Flugzeugwrack, was quasi so bücken, genau. Umgebaut wurde, damit man damit schießen kann, keine Ahnung. Und diese Kriegsgefangenen, die wir hier immer befreien, die nennen sich Hyakutaro oder Yaketaro, wie man es auch gerne im japanischen Original ausspricht, die Kriegsgefangenen.
Halt leider nicht so viele. Es bringt halt immer viel mehr Punkte, wenn man die findet. So, Mission 2. Direkt, du auch. Du liebes Schwein, du. So. Thank you. Okay, Yakutaro. Und hier, das ist quasi auch so ein kleiner Außenposten dieser Rebellenarmee. Da sieht man diese eigenartigen Flaggen mit einem... Ich weiß gar nicht, ob das ein Drache sein soll, der da drauf sind. Wobei ja mittlerweile bekannt ist, dass diese Rebellenarmee Kanadier sind. Dieser General Morden. Was ich auch mal nicht schlecht fand, das kann man unter anderem, ich spiele ja hier die Anniversary-Version. Sprich, Anniversary-Version ist dafür bekannt, dass die Teil 1 bis 6 perfekt für die Konsolen damit emuliert haben. Und dann quasi so eine Sammlung daraus gemacht haben. Und das spiele ich gerade unter halt eben Teil 1. Dementsprechend werde ich, soweit es geht, so ziemlich die ganze Reihe angehen. Teil 7 weiß ich nicht und den Game Boy Advance Teil weiß ich auch noch nicht. Aber, ich lasse es nicht ausstehen, so. Wieder Yakutaru. Ich werde im Nachhinein nochmal einfügen, wie die Endgegner heißen und, vielleicht ein paar Hintergrundinformationen. Die haben einen gegnerischen Panzer. Geh kaputt, so. Schön. So. So, das war doch auch schön. Fahr weg. Rocket Launcher. Perfekt. So. Und kleine Zwischengegner-Boss-Boote. Keine Ahnung. Ach nein, da ist meine schöne Munition versunken. Ich glaube, wir sind hier in England. Ich glaube, da steht nämlich gleich irgendwo so ein ungestürzter Big Ben rum. So. Dieser Rocket Launcher ist verdammt stark. Viel zu stark und... Das ist ja nicht mehr da, weil hier ist normalerweise immer noch relativ viel Munition hier auf dem Boot, wenn man die kaputt macht. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da kommen immer ganz viele raus. Aber eigentlich muss man mal diese Boote hier kaputt machen. So, und eine Shotgun. Und... Watsch! Nein. So. Perfekt. Mist. Ach Mann, da hat der mich von hinten abgestochen, die dumme Sau. So. Das kann ich auch. Das kann ich auch. Wieder ein Panzer. Ups. Oh. Hätte ich mich mal geduckt. Naja. Aber eigentlich muss man sich hier nur ducken, ansonsten ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, genau. Das waren welche der einfacheren Panzer, die man besiegen muss. Geh kaputt, du Ding. Und dieses Level ist ein kleines Phänomen quasi der Reihe in sich. Weil quasi der eigentliche Endgegner schon viel früher kommt, aber das Level ist danach noch nicht vorbei. Ein Panzer auf Schienen. So. Heavy Machine Gun. Ja, diese Sound Samples sind auch mittlerweile so ein Phänomen. Die kennen schon sehr viele. Und wir haben ihn besiegt. Weil es kein schwerer Endgegner, hat man ja gesehen. Korrekt, so. La la la. Aua. Und ein Metal Slug. Und man prägt sich diese wirklich wunderschön gezeichnete Grafik hier an. An sich überlegt sich. Also das Spiel ist von... Also hier der erste Teil, der ist glaube ich original von 96, glaube ich. Ja, genau, von 96. Wird, soweit ich weiß, bis heute noch weitergeführt. Also gut, der siebte Teil war der letzte Teil, der bis dato rausgekommen ist. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Aber ich schätze mal, da kommt trotzdem mal wieder was. So, und hier haben wir, ich weiß gar nicht, ob es wirklich der eigentliche oder ob
der letzte dann der eigentliche Endgegner war. Aber das ist so ein Flugzeug, was auch quasi wie die Metal Slug so ein Prototyp darstellt, der Rebellenarmee. Und das müssen wir auch im Laufe der ganzen Spiele des Öfteren besiegen. Ja. Schieß noch mit Granaten. Ich will raus aus dem Panzer. Ja. So. Ja, mit den Granaten muss man aufpassen. Jetzt geh doch mal kaputt, du dummes Ding. So. Und man hat ihn gesehen, da war er schon drin. Das war General Morden, der da rausgeschossen hat. Ja, man trifft ihn auch schon vorher. So. Aber wir müssen ihn doch eigentlich gleich mal haben. So. So, und wir haben dieses Flugzeug besiegt. Ja, aber General Morden ist natürlich noch nicht besiegt. Das wäre ja auch ein bisschen sehr früh, sag ich mal. Aber, ja. Complete.